Als wir von RTF 1 in Münsingen ankommen, sind die Vorbereitungen für den Autokinoabend bereits in vollem Gange. Bereits im Frühjahr war Kinobetreiber Hans-Jochen Kraft bemüht, den Filmfans aus der Region trotz Pandemie etwas zu bieten. Ich bin der Meinung, dass momentan für die Bevölkerung sehr wenig getan wird an Unterhaltung, auch an gefahrloser Unterhaltung. Ich wurde von mehreren Kunden oder Stammgästen gefragt, ob ich das wieder machen würde. Und solange die geltende Corona-Verordnung es zulässt, will Kraft im Rahmen seiner Möglichkeiten auch im zweiten harten Lockdown für etwas Unterhaltung und Ablenkung auf der Schwäbischen Alb sorgen. Also wir sind eigentlich sehr begrenzt hier mit unserem Parkplatz. Wir haben hier maximale Parkmenge von 18 bis etwa 21 Fahrzeuge, je nachdem wie eng wir sie parken. Es gibt bei uns nur den Abendfilm und wir machen quasi noch ein bisschen Snack dazu. Es gibt heiße Würstchen. Und dann gibt es noch Glühwein oder sonstige alkoholfreie Getränke, die man dann im Auto konsumieren kann. Für das leibliche Wohl sorgt Ehefrau Sandra. Zum Autokinoauftakt am Montag gab es passend zur Situation die Kultkomödie Natürlich die Autofahrer mit Heinz Erhardt zu sehen. Und die Autofahrer kamen natürlich gerne. Um einfach Spaß zu haben. In dem schönen historischen Ambiente ist heute leider nicht drin stattfinden können, aber draußen ist ja auch mal was Besonderes, ne? Und auch die Filmauswahl begeisterte. Am meisten aber wohl das Konzept Lachen im Lockdown an sich. Das gefällt mir auch sehr, Heinz Erhardt. Und, ja. Aber ich komme auch gerne, um Hansi zu unterstützen. Und Hansi, also Hans-Jochen Kraft, will mit seinem Angebot im Autokino Münsingen auch seinen Gästen etwas zurückgeben. Vor allem in Zeiten der Pandemie. Ich bin davon überzeugt, dass ein guter Film und das mit seinem Liebsten oder seine Liebste im Auto quasi schon was Gutes macht mit dem Menschen. Er hat auf jeden Fall empfindet er Freude, er kann lachen und das ist ja für die Gesundheit auch gut. Die nächsten Vorstellungen sind für Samstag, den 19. und Montag, den 21. Dezember um 17 Uhr geplant. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Website des Tonfilmtheaters.